Also bei Redstone sage ich tatsächlich auch nicht nein. Kurz an, so oft findet man das tatsächlich nicht. Hat sich schon gelohnt, ich habe schon einen Stack voll. Oh, zwei sogar. Oh, krass. Hat sich richtig gelohnt. Das wäre schon richtig cool, wenn dieses ganze Höhlensystem irgendwann mal, ich weiß nicht, so bewohnt wäre oder einfach, naja, so ein Durchgang wäre für Reisende, so dass man den quasi vor Jahren von den Monstern befreit hat und sicher gemacht hat und dann quasi umgebaut hat. So. Das heißt ja nicht, dass man sowas nicht mal machen kann. Ich meine, dann haben wir Stoff für die nächsten 3000 Folgen, aber das macht ja nichts. Was haben wir hier oben? Oh. Ach, Hund. Oh, hallo Creeper. Sind die momentan... Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Schwachsinn erzähle. Sind die momentan nicht am Überlegen, erst... Also ist es so eine Art Hundeführerschein einzuführen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das neulich mal nur so nebenbei aus dem Winkel heraus gelesen. Also die Tante bräuchte auf jeden Fall ein. Weil wenn die eins nicht kann, dann mit Hunden umgehen. Das ist wirklich so. Also die rennt denen klatschend hinterher und freut sich, wenn die dann anfangen zu bellen. Das ist nicht unbedingt förderlich dafür, dass die ein bisschen ruhiger werden. Ja, das stimmt. Hier kommen gerade so ein bisschen Dungeon Keeper Vibes auf. Oh, ich habe was entdeckt hier. Ich habe einen Mini-Zombie entdeckt und scheint noch mal hier eine kleine Höhle zu sein, oder was ist das? Ja, oh, eine volle Höhle. Kommt ihr hier hoch oder muss ich runter? Ach, das ist der Gang wieder, alles klar. Von hinten, das ist ja feige. Schubse dich jetzt da runter. Oha. Sind die eigentlich alle so aggressiv heute? Was ist denn los mit euch? Nur weil ich ein bisschen Licht angemacht habe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir sogar vom Licht angezogen werden. Aber das ist schon nicht. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wie die einen manchmal sehen. Ja. Aus der Ferne. Arbeiten. Über einem Lavasee. Wie viele sind denn von den scheiß Violetten hier? So, ist jetzt mal Feierabend. Yellow Reed. Hagere zwei Blöcke. So. Wie lohnt das für Redstone jetzt mal ordentlich? Ich habe schon wieder was gefunden. Ich fände es auch mal geil, wenn wir irgendwie so eine richtige Mine noch finden. Die sind ja teilweise auch lang ohne Ende und man findet da zum Glück etwas Holz drin. Dann könnte ich mir nämlich ein paar neue Fackeln machen. Hier in der Nähe ist eine Mine. Ist sie schon erforscht? Zum Teil. Also nicht groß, zum Großteil. Okay. Aber... Ich kann dir notfalls auch ein bisschen Holz geben. Ich habe noch 8 Eichenholz. Ja, da kann man ein bisschen was draus machen. Und Eichenholz ist hier gerade rum. Das ist jetzt nicht so selten, dass ich das nicht eintauschen würde. Nee, das stimmt wohl. Wenn das jetzt Akazienholz wäre. Da habe ich sogar auch was von da. Und ich habe endlich in meiner letzten Aufnahme Dschungel gefunden. Ach, das bist du, Alter. Ich wollte gerade zuschlagen. Das wäre nicht gut gekommen. Danke.
Nee, aber ich dachte, wer steht da jetzt hinter mir? Und ich war kurz davor. Oh Mann. Hero Brian. In meiner letzten Aufnahme habe ich tatsächlich nach anderthalbstündiger Reise irgendwann einen Dschungel entdeckt und konnte mir endlich Dschungelholz mitnehmen. Hast du dir direkt auch ein paar Setzlinge mitgenommen, ne? Ja, habe ich schon angepflanzt hinter dem Bauernhaus, werde ich dann irgendwann später hoffentlich ernten können. Dann habe ich noch irgendwelche komischen rote Lasertierchen unter Wasser gefunden, irgendwelche komischen roten Viecher, die da die Fische kaputt gemacht haben mit irgendwelchen Laserstrahlen. Oh Gott, die haben wir auch schon in dieser Version. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich war sehr erschrocken, als so ein Ding auf einmal vor mir auftauchte. Glaub mir, so schnell bin ich noch nie mit dem Boot weggefahren. Das war kurz vor zu Hause, ganze Inventar voll bis oben hin, endlich gefunden, was ich gesucht habe, und dann tauchte so ein Viech auf. Hätte ja nur noch gefehlt, dass Godzilla auch noch auftaucht. Dann hätte ich den Server ausgemacht. Genug Minecraft für heute. Ja, dann wäre ich, glaube ich, direkt ins Bett gegangen. Ich habe auf jeden Fall. Hast du eigentlich schon so einen Atlas? Hast du noch gar nicht, ne, oder? Atlas, was genau war das? Dann, so? Du kannst dann so eine richtige Karte kannst du dir dann einblenden, und da habe ich einen Marker drauf gesetzt, dass ich da wieder hin zurückfinde. Weil ich glaube, man muss da irgendwie ein normales Buch nehmen und den Atlas dann kopieren oder sowas. Dann muss ich dir mal einen fertig machen. Oh, ich bin aus Versehen zurückgelaufen. Ich bin wieder in deinen Minengängen. Huch. Atlas, ich guck mal gerade. Ich glaube, du hast noch keinen. Ach, ein Buch und einen Kompass brauchst du, ne? Ja, genau. Dann kriegst du einen leeren Atlas, und wenn ich dann meinen daneben ins Inventar lege, dann kann ich meinen kopieren. Und du kannst dann alles sehen, was Michael und ich in dem Fall schon erkundet haben. Das ist ja cool. Ich hatte mich neulich verlaufen, als ich da in der Wüste unterwegs war. Und aus der Verzweiflung heraus habe ich mir dann folgende Optionen gesetzt. Also entweder ich mache das jetzt so spaßig wie möglich und laufe einfach ein paar Stunden rum, im schlimmsten Fall. So im Endeffekt bin ich dann eine Stunde rumgelaufen, und weil ich dann aber keine Lust mehr habe, bin ich dann auf diese dynamische Map gegangen. Im Browser, die meinst du, ja. Genau, und ich war ein bisschen uncool, aber ich hatte keine Lust mehr gehabt. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht, als ich mich verlaufen hatte. So, jetzt gucken wir mal, dass ich dich wiederfinde. Achso, ich bin deinen Minengang weitergelaufen, immer gerade außen. Ich habe jetzt wieder so einen Nebenarm entdeckt hier. Oh Gott, das heißt, ich bin ganz allein in dieser verfluchten Höhle. Ach, ich habe was gefunden. Hier liegen ein paar Schienen. Wenn ihr jetzt das was sagt und du weißt, wo ich bin. Das ist diese Mine, die von Menschenhand erschaffen, oder? Auch von Monsterhand, wer weiß. Oh, Yellowreed. Alter, aber sie ein großer Lavasee. Weil da war eine Werkbank da oben, dann konnte ich mal eben ein paar Fackeln bauen. Bin hergekommen hier? So, Eichenholz, zack. Und Döcker. Da 8 Stück habe ich erst, das ist ja nicht so viel. Ach, ich sehe deinen Namen. Jetzt nicht mehr. Hä?
Ich sehe deinen auch nicht mehr. Das ist komisch. Ich doch gerade noch der Helfen sehen. Wo ist denn der jetzt hin? Nö, ich hab dich irgendwie verloren. Ah, ich sehe dich wieder. Ah, du bist. Ah, okay, da hinten. Ja, muss ich gleich mal zurück. Weißt du, manchmal ist es ja so, da sagt man, man solle gewisse Situationen nutzen. Die zum Beispiel? Ich mach mal Licht an für dich. Und ich denke, diese Situation wäre nun gekommen, da wir beide ja nun hier unten tief in der Mine festsitzen. Naja, nicht festsitzen, aber uns befinden und ja. Ja, dann. Sieh mal, da hinten ist ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Oh, ein Eichhörnchen. Es fliegt. Und hast du genug Jellurit gefunden, oder? Ich habe leider erst 8 Stück zusammen. Aber ich habe hier jede Menge Gänge noch gesehen und wollte da vielleicht noch mal ein bisschen drin rumlatschen. Oder hast du die alle schon erkundet und ausgebeutet? Nee, also ich habe hier gerade noch 2 Yellowreed Dinger gefunden. Okay. Ja, aber ich brauche erstmal eine Spitzhacke. Mensch. Oh, du hast dich hier aber auch schon durchgearbeitet. Respekt, ey. Oh, hier ist ja wieder so ein Riesengang. Oder laufe ich jetzt zurück? Zurück? Glaub nicht. Glaub, hier war ich noch nicht. Ah, hier ist, glaube ich, die von dir besagte Mine. Ja. Wie auch immer ich jetzt hier hingekommen bin. Du bist den Pfad der Tugend gegangen und hast die Erleuchtung gefunden. Oder so, irgendwas. Irgendwie so. Ja. Vielleicht finde ich ja noch den Heiligen Gral irgendwo hier unten. Ach, jetzt ist der Hund wieder da. Komatitsteinkohle. Aha. Das hat sich gerade so ein bisschen angehört wie Goofy. Dieses Ahaha, hui. Oh, Nickelerz. Wir haben Nickel. Mhm. Okay. Aber das kannst du, glaube ich, nur mit einer Stufe 2 Spitzhacke abbauen. Ich weiß nicht, ob man das mit einer Verzauberung erreicht. Bestimmt. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt mit meiner Diamantspitzhacke gemacht. Habe ich es jetzt im Inventar. Cobblestone. Ja, ich habe es im Inventar. Also hat geklappt. Nein, jetzt hänge ich in so einem Spinnennetz. So. Warte mal. Nicht kaputt machen. Die nehme ich ganz gerne mit. Genau, die nehme ich mit. Die kann ich hier schon kaputt, dann... aber ich habe einen Faden rausgekriegt. Das ist okay, hier ist noch eine. Ah. Hier waren irgendwo noch welche. Ist dein Inventar schon wieder voll? Ja. Hier ist noch was, wenn du noch welche brauchst. Ich glaube, du hast es jetzt aufgenommen. Echt? Ja. Oh, ja, tatsächlich. Warte. Da. Danke schön. Hier hängen aber auch noch welche. Hier hinten hängt auch noch eins hinter. Das ist wahrscheinlich ganz cool, wenn man das so als kleines Detail in die große Mine packt. Oh. Kohle. Hier sind Kohleadern drin, die hören echt nicht auf. Das ist so viel Kohle, dass es schon wieder nervig ist, ne? Ja, so langsam habe ich, glaube ich, tatsächlich genug zusammen.
Die Hälfte der Kohle könnte durch Edorit ersetzt werden. Das fände ich irgendwie ganz praktisch. Oh Gott. Guck bloß nach unten. Hier war jetzt zwar keine Lava, aber wenn da jetzt Lava gewesen wäre. Hier ist noch Yellowrit, wenn du noch was brauchst. Ich habe Yellowrit gefunden. Eisenerz. Nehme ich trotzdem mit. Lauf! Was? Lauf! Ach so, alles klar. Habe ich einen Griff. Ich war aber sehr fokussiert auf dich. Mir erst Beachtung geschenkt, als ich angefangen habe, sie zu hauen. Dankeschön. Kein Problem. Oh, hier ist wieder Zinnerz. Oh, okay. Oh, hä? Wo bin ich jetzt geschossen worden? Ach da. So. Du hast einen Pfeil im Fuß. Pfeil in der Sohle. Tut doch weh. Der Beginn eines jeden schlechten Gags, wie man an Skyrim sieht. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann kam ich einen Pfeil ins Knie. Hier ist auch irgendwann eine Stadt. Hier ist auch alles zugeschüttet mit Kies und so weiter. Ich möchte mir eben eine Statistik haben, wie viele Fackeln in einem Level oder in einer Welt schon gesetzt wurden. Hallo Creeper. Geh mal in die Lava. Oh, der kommt hier hoch. Den hau ich weg. Brenn doch! So geht auch. Oh, hier war eine ganz gute Ader von Yellowrit. Immer alles mitnehmen. Können wir für die Reaktoren gut gebrauchen. Ah, ich habe auch noch ein bisschen was gefunden. Silbererz. Nee. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Silbererz? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Das Gute ist, dass ich deinen Namen immer noch sehe. Dann fühle ich mich nicht ganz so verloren hier unten. Bist du im Gang geblieben oder bist du... Ich bin irgendwann mal links abgebogen und habe jetzt hier so einen riesen Lavasee gefunden und turn gerade oben drüber rum, was immer eine gute Idee ist. Oh Gott. Hier alles? Silbererz, habe ich das Abbaufeld lassen in den Lavasee, oder? Mal probieren. Ja, schade. Mein Standard 0815 Bruchstein, sowas findet man ja auch mal sehr selten. Huch! Hast aber Glück gehabt. Ja, das war bewusst. Also ich wollte ein bisschen angeben. Ja, dann, das wäre jetzt doof gewesen, wenn es schief gegangen wäre. Kief, du bist hier zu Besuch. Jetzt machst du schon wieder meine Treppe kaputt hier. Glaube es hackt. Ich sag gerade noch, guck mal, normaler Bruchstein ist aber sehr selten. Ich wusste nicht, dass das deine Treppe ist. Alles klar. Mir hat die Form nicht so zugesagt. Okay. Und ich wollte einfach nur Motivationsgrund liefern, das alles nochmal zu überdenken. Ist
wieder ein bisschen Nickelerz. Was? Oh, ich höre eine Hexe. Liegt der nah? Was ist das denn hier? Bleierz. Was ist denn alles hier? Irgendwas stirbt hier gerade. Oh, da ist die Hexe. Da ist ein Enderman. Lauf, lauf. Die Hexe kommt. Ich bin hier ein bisschen gefangen. Oh nein, oh nein, oh nein. Geht sie kaputt. Das klappt, das klappt, das klappt. Oh nein, sie hat irgendwas auf mich drauf geworfen. Okay, ich glaube, ich gehe gerade drauf. Nee, nee, das ist okay. Bei einem Herz bleibt es, glaube ich, stehen. Okay, gut. Gehen wir mal zuerst. Dann kann ich ja hier weiter abbauen. Auch noch irgendwas von einem Enderman gesagt, ist ja auch noch hier unterwegs. Ja, aber solange wir den nicht angucken, ist alles gut. Okay. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die erst aggressiv werden, wenn man die wirklich per Zoom anschaut. Okay. Ich frag ihn mal, ob er weiß, ob wir hier noch mehr Yellowrite haben. Ich leide derweil noch ein bisschen unter meiner Vergiftung. Ja, sie hat aufgehört. Okay. Wie groß das schon wieder ist. Meine Güte. Hier haben wir Sandstein, hier haben wir einfach alles. Oh, das Yellowrite. Überlebe ich das? Das ist gar kein Yellow, das ist Silbererz. Okay. Oh. Okay, überlebt. Oh. Hallo. Das Spiel spielt mir gerne Streich, wenn ich mich in der Höhle befinde und manchmal so um Ecken gehe, dann flimmert immer kurz ganz hinten in der Ecke, ich weiß nicht, so ein Grafikfehler auf, als wenn da Minen hell wird. Genau. Ja, ja, das ist aber schon seit ich Minecraft kenne. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an den Shadern liegt. Aber ich meine, dass ich das früher auch ohne Shader immer mal wieder hatte. Hey Enderman, wo gehst du? Oh. Wow. Das klang mir nach einem Creeper. Der Enderman und der Creeper haben sich gerade nett unterhalten und dann hat der Creeper sich ein bisschen belästigt gefühlt durch meine Anwesenheit. Alles klar. Er läuft hier übrigens hinterher. Oh. Ein Glück habe ich ihn nicht geschlagen. Ich dachte, du meinst jetzt einen Creeper. Nein, den Enderman, Entschuldigung. Oh Gott, ein Glück habe ich ihn verfehlt. Der hat mich so fertig gemacht. Ich hab keine Rüstung dabei. Verdammt. Uiuiui. Dieser Tod wäre Darwin Award mäßig. Ja, gewesen. Hätte meinen Anteil daran gehabt. Aber an sich sind die eigentlich voll nett, die die Endermänner, ne? So. Eigentlich schon. Oh, ich glaube, ich habe ihn getriggert. Okay, nein, er lässt von mir ab. Ich glaube, die werden tatsächlich nur aggressiv, wenn man sie per Zoom anguckt. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber jetzt gerade auch nicht so ausprobieren. Weil du ja doch Rüstung plus 20 hast, hätte ich gedacht, würdest du das gerne ausprobieren.
Ja, aber die hauen leider sehr stark zu. Das ist auch mit Rüstung nicht immer ein Vergnügen mit denen. Da ich zumindest so ein bisschen Yellowrit dabei habe, wäre das echt doof. Ich weiß nämlich nicht, wo man spawnt. Ich glaube, ich komme mein Bett wieder aus. Dann habe ich einen ordentlichen Weg vor mir. Oh ja, den Weg musst du dann innerhalb von 3 Minuten zurücklegen, ne? Mhm. So viel Silber jetzt auf einmal. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Das Gefühl, ich laufe so ein bisschen im Kreis.